Mumbai ist ein Finanz-, Handels- und Industriezentrum Indiens. Neubauten, aber auch englische Kolonialbauten, Tempel, Kirchen und Moscheen, das sind Kontraste, die die Stadt interessant machen. Gegensätzlich dazu sind die Slums, die ca. 60% der Fläche ausmacht. Wohnungen sind knapp und teuer und trotzdem erhoffen sich viele Inder ein besseres Leben in Mumbai. Somit prägt Reichtum, aber auch bittere Armut das multikulturelle Zentrum. Die St. Thomas-Kathedrale befindet sich im historischen Zentrum Mumbais. Fragt man einen Inder, was ihm am Herzen liegt, so antwortet er: meine Familie, was sonst? Der Verkehr ist schon morgens sehr heftig und es wird gehupt, um vorwärts zu kommen. Mumbai ist mit 12,5 Millionen Einwohnern die größte Stadt in Indien und eine der bevölkerungsreichsten Städte der Welt. Mit 18,4 Millionen Einwohnern in der Mumbai-Metropolienregion, die auch die nördlichen Gebiete mit der Stadt Thane einschließt, gehört Mumbai auch zu den größten Metropolregionen der Welt. Am Hafen von Mumbai steht der berühmte steinerne Torbogen des Gateway of India, der 1924 von der britischen Kolonialregierung erbaut wurde. Das Taj Mahal Palast Hotel ist ein luxuriöses 5-Sterne-Hotel. Der Bahnhof von Mumbai liegt im Süden der Stadt. Er gehört zu den größten und geschäftigsten Bahnhöfen der Welt und gehört seit 2004 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Es kommen immer pro Tag 1 Million Menschen nach Mumbai, um zu arbeiten. Und genauso viele fahren auch abends wieder aus Mumbai nach Hause.